Hallo. Der Martin ist Schlaborinisieren. Das heißt, er fügt sich Nahrung in den Magen hinzu. Amigo! Lebt doch. So, und ab. Hey, ich hab Jens abgehängt. Wusste gerade, dass Jens ein Anhänger ist. Oh. Was denn? Der war ja schlecht. Wir hatten angefangen. Was hast du für ein Mick? T-Bone. Ich habe ein T-Bone Steak. Hallo Flori. Das ist ein. Mein Augen. T-Bone. T-Bone irgendwas. Vorher hatte ich das rote Broadcaster. Huch. Funk ist aus, läuft. Flori, hi. Warum klingt das blöd? Dürfte eigentlich nicht. Nee, das klingt gut. Nein, Also das ist ich gut, möchte deswegen frage ich. Ah, okay. mal eben kurz anmerken, ich fahre jetzt gerade das erste Mal mit dem Lenkrad, also. Oh. Ich Oh. meinte, Glückwunsch. Dieses tolle Quietschen, ey. Oh. Ja, hup du noch, ey. War wohl meine Bahn. Mann, nix, Hallöchen. Oh nein. Oh, der führt die Traggers. Aber ich muss dazu sagen, ich habe auch noch dieses Effektgerät dazwischen geklemmt und das Mischpult. Das verändert ja den Soundklang des eigentlichen ursprünglichen Mikros ja nochmal dazu. Aber es war halt günstig und es erfüllt sehr gut seinen Zweck. Genau, das ja, man muss ja mal gucken, was man damit möchte, ne? Ja, genau. Momsis, Hallöchen. Hallo. Oh, ist wieder eine Schotterstraße. Ja, so Bohrer will ja bestimmt keiner im Garten stehen haben. Warum nicht? Ich glaube, Martin bestimmt. Das ist eine Ausnahme. Ich habe eben fast eine Stunde versucht, die Klebereste von der alten Umweltplakette abzuknibbeln, um die neue in meinem neuen Auto zu kleben. Wow. Du hättest auch einfach Essig-Seifenwasser-Gemisch machen können. Dann machst du die ganz feine Risse rein. Und dann sprühst du das ein, lässt es ein bisschen einwirken und hättest es dann abziehen können. Oder du nimmst einfach eine Rasierklinge. Oder so. Weil sie sind ja auch hartnäckig, die Dinger. Ja. Filou, Hallöchen. Hallihallo. Lulu, jetzt läuft's. Sehr gut. Ja, siehst du. Oh, was? Du hast 171 Taler gewonnen? Alter Schwede. Das ist die höchste Zahl, die ich gesehen habe hier. Ja, oder Lufttrockner. Das geht auch. Das stimmt. Ja, das stimmt. Ich habe bestimmt schon mal eine höhere Zahl in Minus. Ey, warte mal. Da sind eure, aber wo ist meiner? Der steht auch da. Der ist unter meinen. Ich habe es auch mit Benzin, Glasreiniger und Ceranfeldschaber versucht, aber hat nicht geklappt. Ja, also ich glaube, das mit diesem Heißluft ist, glaube ich, auch genau ein Haartrockner, genau. Sollte eigentlich immer funktionieren. Aber wie willst du, ja gut, doch, mit Verlängerungskabel kannst du auch.
den da hinbringen. Also jetzt ist die große Frage, soll ich hinterherfahren oder soll ich voranfahren? Weil wenn ich voranfahre, ist die Unfallgefahr sehr hoch. Fahr voran. Was für eine unnütze Frage. Wenn es was zu gucken gibt, genau, fahr vor. Genau. Ja, richtig. Vor allem, weil Ingo ja eh noch vor dir fährt, ne? Ja, aber ich sehe es ja dann trotzdem, wenn ihr miteinander und so. Hey. Mit scharfem Zeug schadet nur Lack und Nummernschild. Ja, also ich kenne das, wie gesagt, mit Spülmittel und Öl. Seid ihr Dortmund? Ich glaube, ja. Ja, wir sind noch in Dortmund. Machen wir jetzt auf dem Weg nach Hannover. Genau. Ingo, wie viel Geld hast du? Ich habe jetzt 500.000. Ja, die habe ich auch. Gut, mal gucken, dass wir uns in jedem Land zumindest einen Punkt holen. Ja. Ach, guck mal hier, der Jojo. Der gerade gefragt hat im Chat. Ihr seid in Dortmund. Ich winke. Ah, Racing Team kommt also aus Dortmund. Das Lenkrad macht Erdbeben. Ja, bei mir auch. Das ist total ungewohnt. Dann lass ich mal von der Brücke schubsen, was weiß das, was dann los ist. Verstehe ich nicht. Natürlich nicht. Also Jojo, du kannst dich gerne bei uns anschließen, das ist kein Problem. Brebs. Nur nicht zwischen Ingo und Koffi fahren. Sisi. Das Gute ist, mit der geringen Latenz ist das jetzt viel schneller mit dem Streckenfinden. Ja. Wie viele Stunden hast du in ETS? Bin bei über 12.000. Oh wow, nein, wow. Das ist echt wow. Nee, ich keine Ahnung, wie viel ich habe. 200, 300? Ja, ich glaube, ich habe irgendwie 400 oder so. Das ist, glaube ich, schon viel. Ich hatte ja mehr als du, glaube ich, in ETS. Also ich meine, ich war bei 400 oder 200. Ich weiß gar nicht mehr genau. Wir fahren nach Hannover. 12.000 Stunden. Das ist heftig, ey. Ja, war Pinky. Das ist richtig heftig. So, ich gehe jetzt auf Reisegeschwindigkeit. Jawohl. Ja. Sie steht bei mir. Oh. Okay. Ah, schön. Rescue. Hallöchen, danke. Hallo. Ah, herrlich. Das liebe ich. Jens, fahr ruhig weiter vorne. Es ist alles gut. Fahr ruhig bei uns. Ich fahr doch. Das ist so gut. Aha. Was man nicht alles fahren nennt heutzutage. Ich bin die ganze Zeit am Rollen. Wärst du eine Ziege, würde ich dich jetzt bei Pinky melden. Du musst hier lachen. Am Rollen, nicht am Heulen. Ach so. Ich versuche nach Hannover zu kommen. Ja, mach das. Ja, wenn du jeden Tag 12 bis 16 Stunden fährst, kommt... Was? Was? Müsste Ingo nicht eigentlich Bananen transportieren? Ja, aber es geht leider nicht. Ist doch schon mal gelb. Und hallo, Red Grease, hallöchen. Moin. Was für ein Lenkrad? Ich habe das G25 vom Ingo und der Ingo hat mein G29. Ich hab's gerettet, befreit. Gegenverkehr. Hauptsache Ingo redet Bananen. Was? Bananisch. Ach so. Warum habt ihr getauscht? Naja, weil da so Knöpfe dran sind bei dem anderen und Ingo sollte einfach mal meins ausprobieren, wie er meins findet. Ich habe 461 Stunden. Das ist auch schon eine Hausnummer. Ihr müsst euch das mal ausrechnen, wie viel massig an Tage ihr in diesem Spiel verbracht habt. Vorsichtig, Kassel, hier stehen sie wild auf der Straße rum.
Aber wie können sie denn wild stehen? Das wirst du sehen. Ich hätte gerade auch immer ganz gut rumzueiern. Falls mich ein bisschen erschreckt hat. Und Ingo, wie findest du es? Total super. Also ich muss sagen, mir persönlich, der die Knöpfe nicht nutzt, ist es eigentlich egal, ob ich das 29 oder das 25 nutze. Also ich fand das mit den Knöpfen, als ich ETS vor anderthalb Jahren noch richtig gespielt habe, also so wie jetzt wieder, fand ich das mit den Knöpfen ganz praktisch. Du kannst halt deine ganze Musik draufpacken, verschiedene andere Dinge einstellen. Ja, und da ich es nicht brauche, können wir das mal wieder durchtauschen. Aber dann müsste ich alles wieder einstellen. Nee, du weißt ja, was für ein Theater das war. Ach Quatsch, das ist bei den G29, ist das doch über das Profilding. Ja, genau. Das ist ja aber Banane. Nur ich brauch's ja nicht, für mich ist es Blödsinn, ne? Ich hab Scania S und die S-Serie und Ingo hat Scania R. Ace Pacino, Mann, Entschuldigung. Hallo. Moin. Total super, das klingt sehr begeistert. Ja, Pinky, oder? Also Begeisterung kann Ingo auf jeden Fall sehr gut versprühen. Ja. Das ist ja hier so von der Innenausrichtung. Und dann hat da hinten so ein Bildchen. Da ist der kleine Ingo übrigens. Guck mal, wie der kleine Ingo wackeln kann. Warte, ich lasse ihn wackeln. Da, der kleine Rote. Schulter und so, also es geht. Ja. Huch. Ich fahre momentan den MAN Euro 6 und wie ist er? Nee, noch nicht, Kamperjung, noch nicht. Ich fahre momentan den New Actros und bin nicht ansatzweise zufrieden. Oha. Ja, das ist eigentlich der Plan, Kamperjung. Hm? Ja. Das wird so sein. Guck mal, der Momsi. Der fährt den MAN Euro 6. Vielleicht, ja, wir müssen ja eh mal auch andere Trecker, wow. Ja, wir müssen andere Trecker ausprobieren. Mhm, klar. Andere Ecker, wissen wir auch vielleicht. Da können wir doch nächstes Mal, jetzt kommt noch an, wir werden jetzt keine Garage und können wir erstmal einen anderen LKW sonst fit machen. Wir wollten ja eh mit einem Anhänger, ne? Ein Trailer. Ja. Hi, ich habe erst vor ein paar Tagen angefangen, spiele daher Singleplayer. Aber warum spielen immer Multiplayer, immer alle im Konvoi? Hat das Vorteile? Ja, man spielt halt zusammen. Das ist so der Vorteil. Es ist halt irgendwie cool, so weißt du, wenn du mit den Leuten, die du kennst, die du magst, mit denen du gerne dich unterhältst, wenn du mit denen zusammen eine Strecke aussuchen kannst, zusammen mit denen die Tour fährst. Es gibt ja hier keinen Verkehr und so wie im Singleplayer, ne? Genau. Sonst wäre es wohl ein wenig Fahrt. Ja, richtig. Fahrt entweder Zweiachser oder Vierachser. Nö. Naja, wahrscheinlich wegen dem MAN, das meint er. Okay, achso. Also bei dem MAN Euro 6. Gemeinschaftsspielen ist doch am schönsten. Ja, genau. Hallo, Mr. Topsch. Hallo. Ah, guck mal, kann man es merken. Der Dreiachse hat kaum Tankvolumen. Falls wir den mal ausprobieren. Ach, das war doch die Geschichte, dass sie nicht so weit kommen, ne? Richtig, genau. Die permanent tanken mussten, ja. Okay. Markus, Hallöchen und danke für den Host. Kuckuck. Er hatte nicht sogar, wer hatte denn, ich glaube, Brumme de Wucht oder so hatte, glaube ich, den. Brumme hatten immerhin. Ja, genau. Und der musste doch ständig tanken. Ja, ich finde das mit in der Gemeinschaft fahren, finde ich auch cool. Es macht halt Spaß. Im Singleplayer hast du den Vorteil, dass du den Verkehr hast und da musst du halt darauf Rücksicht nehmen.
Wenn ich zwischendurch so ein bisschen eiere, liegt es nicht an meiner schlechten Fahrweise, sondern es liegt daran, dass ich in den Chat gucken muss. Ach, guck mal, da schreibt er schon. Ja, der MAN Euro 6 mit 3 Achse hat einen sehr, sehr kleinen Tank. Glaube 400 Liter oder so. 410. Das ist ein Hubschrauber. Hubschrauber. Abfahrt. Da kommt der Lied, Ingo. Hm? Nee, ich alles, hab... Oh, alles klar. Wow. Ich hab diesmal ausgemacht. Ja, ja, alles gut. Aber weil, hallo, alles Ingo, alles klar. Vier Achse haben zu kleine Tanks und der MAN säuft wie ein Kahn. Der Vier Achse hat 960, ist aber schon ein krasser Unterschied, oder? Also ich bin gestern mit meiner Spedi gefahren und ich war der Letzte. Die anderen sind 100 Kilometer gefahren und ich bin 135 gefahren. Mit, keine Ahnung, warum nicht ansatzweise rangekommen. 8 Kilometer pro Stunde, okay. Naja, was ich ja, glaube ich, so mitbekommen habe, ist, dass der MAN lange in der Beschleunigung braucht. War das der MAN? Das weiß ich nicht. Nicht, dass wir verwöhnt sind nachher. Oh, bei Scania Danke für den Follow. Bei Scania fanden wir so gut, dass man da so viel anbauen kann auch, ne? Richtig. Uah, voll den Eisgang. Ich fahre Benz, also nur Actrox. Der Actros. Das war knapp. Ja, ich muss doch voll in den Eisen gehen. Schack, weg ist der Bohrer. Übrigens, den nicht wundern. Das erste Mal einparken in dem Spiel, eventuell auch das zweite und dritte und vierte und fünfte und sechste und siebte und achte Mal, sieht bei mir immer furchtbar aus. Okay, aus der Sicht kriege ich das nicht hin. Oh, jetzt sehe ich gar nichts mehr.